RPG! Wow, meine Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und neben mir heute seht ihr ein neues Gesicht, und zwar Neomar. Hallo. Und zwar haben wir was richtig Cooles besorgt. Das ist letztes Jahr gewesen, als ich in Berlin im J-Store war. Und zwar Süßigkeiten selber machen. Und wer war denn nicht schon mal? Wir wollten schon Süßigkeiten selber machen. Oh, kawaii. Oh mein Gott. Und dann haben wir gedacht, das machen wir hier in diesem Video mal. Hast du schon Bock? Auf jeden Fall. Also ich habe noch nie japanische Süßigkeiten in dem Dreh probiert, zum selber machen oder sowas. Noch nie vorher gemacht. Bin gespannt. Freust du dich aufs Machen oder aufs Essen? Eher aufs Machen. Ich freue mich eher aufs Machen. Dann ergänzen wir uns gut. Dann würde ich sagen, wir fangen nicht lange und starten bei 3, 2, 1, let's go! Also als allererstes mal Unboxing, Leute, oder? Macht mal jeder seine Packung auf. Hinten steht drauf, wie es geht. Auf ihr Mann. Natürlich. 50 Grad. Easy. Also du musst wahrscheinlich die Farben, die drin sind, aufwärmen und dann die Förmchen füllen und dann ist fertig. Okay. Okay, lass mal aufmachen. Ach du Scheiße. Ich habe das Gefühl, da ist nichts mehr drin. Doch, da. Ah, okay. Okay. Ah. Das habe ich nie. Das war's? Haben wir andere Sets? Ja, wir haben andere Sets. Ja, krass. Unterschiedliche, ja. Das ist ja geil. Also das ist einmal hier, du hast einmal das Plastik, in das das Ganze eingefüllt wird. Man hat die, hier, ich habe Bällchen. Das sind so Stiele halt, die werden dann einfach da reingesteckt oder sowas. Genau, die kenne ich von den Pilzen her, ne? Genau. Das sind da Pilze dann im Endeffekt, genau. Okay, und dann, ja, das war eigentlich das Erste und jetzt werden wir mal die Dinger ins Wasser hauen. Let's go. Wir haben da auch mal was vorbereitet und zwar haben wir eine Schüssel und warmes Wasser und geben das jetzt mal da rein, damit die Schokolade... Ja, wir warten, dass es geschmolzen ist. Absolut spannend. So habe ich mir das Video vorgestellt. Hast du dir so Süßigkeiten machen vorgestellt? Nein, sage ich gleich, wie es ist. Das kennst du bestimmt noch aus... aus den Werbung früher, die halt Fruchtgummi selber machen, halt Formen halt. So komme ich mir halt vor, du halt eben mit Schokolade. Ja, echt so. Ich fühle mich wie ein Kind wieder. Okay, Leute, wir haben lang genug gewartet. Es ist Zeit. Ich glaube, ich fange mal dann mal mit der Schokolade an, ne? Ich mache auf jeden Fall... Strawberry. Ich mache jetzt alle auf, einfach. Ja, ich brauche sowieso alle. Ich will ja diesen Dreifachturm da machen, da. Kombo! Einfach Kombo. Übrigens an dieser Stelle unbezahlte Werbung. J-Store habe ich das gekauft. Könnt ihr euch da auf jeden Fall mal in Berlin anschauen. So, ich mache mal den ersten Dutcher. Da passiert noch nichts. Kommt nur Wasser. Hey. Da kommt ein bisschen nach rechts, kommt's. Das ist wirklich sehr, sehr fein. Ich muss diesen Stiel, glaube ich, jetzt gleich mit der ersten Ding. Oh Mann. Ah, ich hab was am Gesicht. Was passiert da? Ich glaube, es ist nicht flüssig genug. Meinst du? Ja. Es war doch voll warm. Es war voll heiß. Meinst du, wir müssen es nochmal warm machen? Ja, jetzt sitzt du schon offen. Es ist noch über 50 Grad. Jetzt machst du die nächste Farbe drauf. Und dann tue ich jetzt den Stiel rein. Oder später erst. Oder soll ich das alle? Ich mach einfach alle drei rein. Scheiß drauf. Let's go. Ich würde den Stiel auch als letztes reintun. In Gottes Namen. Ich hoffe, meine sind nicht abgekühlt in der Zeit. Dann habe ich direkt mit meinem Bauch hier gewackelt. Okay. In Gottes Namen. Oh mein Gott. Das funktioniert ja richtig. Ist ja ganz schön wenig Schokolade drin anscheinend. Ja, das reicht, finde ich. Fürs Recht finde ich mal alles zu probieren. Ich finde das schade. Und jetzt, so, jetzt die Vanille. Oder wirkt das nicht auch leicht grünlich auf dich? Das sieht so ein bisschen wie Mayonnaise aus, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, es ist keine. Nee, ich habe gerade probiert, es ist Schokolade. Oder so was Ähnliches. Vielleicht hat uns ja der Japaner in der Fabrik einen Streich gespielt. Nee, ist meine Bitte nicht. So. Gut. Jetzt noch ein Stiel. Jetzt noch den Stiel rein. Da sind so viele Stiele dabei, das reicht nicht für alles.
Das, beziehungsweise es ist viel zu viel für alles, sagen wir es mal so. Sugoi! Hab ich schon gut abgeschätzt halt. Ne? So, also wir haben jetzt mal hier den Sprung gemacht und sind jetzt eigentlich fertig. Das war wirklich eine Riesensauerei, oder was meinst du? Ja, das war's. Das war's. Kann man es auf jeden Fall so. Es ist auf jeden Fall recht. Es ist eine lange Angelegenheit für ein paar Snacks. Echt so. Also ich glaube, es geht mehr um den Effekt, was zusammen zu machen oder für kleine Kinder das zu basteln. Sieht bei uns aus wie am Schlachtfeld hier. Und wir tun das jetzt mal in den Kühlschrank und melden uns dann wahrscheinlich, ich denke mal, so in einer Stunde wird das Ding wahrscheinlich wieder da sein. Also wir melden uns gleich wieder. Schnitt, Zauberei. Wir haben die Dinger wieder rausgenommen. Sieht überraschend aus. Ist bombenfest. Ich traue mich gar nicht hier dran zu ziehen. Ich glaube, ich stöpsel das. Ich nehme das einfach mal so ab. Oh. So. Das sieht echt das schon sieht ganz schön crappy aus. Ja, guck dir das an. Ja, das war das eigentlich ein vierblättriges Kleeblatt. Kleeblatt. Zeig mir dieses Kleeblatt. Oh, shit. Ja, ich habe zu viele Kugeln, glaube ich, dazwischen rein. Da schaue ich das mal an. Alter, das wird nicht richtig scharf. Ja, es waren zu viele Kugeln dazwischen, ansonsten geht's eigentlich. Aber ich nehme mal noch eins raus. Warte, mein Kuchen, das war eigentlich mein ganzer Stolz. Dein Kuchen? Sieht aus wie ein Kuchen. Mhm. Mein Dreifachpilz mit drei verschiedenen Geschmacksrichtungen gleichzeitig. Okay. Ah, geht, ey, der geht super raus. Der geht aber echt. Der geht echt noch. Das sieht doch aus wie ein Pilz. Das sieht doch aus wie ein Pilz am Stiel. Die Stiele solo schmecken auch ganz gut. Ja, da hast du schon die Hälfte gegessen, glaube ich. Da ist doch so viele übrig. Ich hatte gar nicht genug Schokolade gehabt, um alle Stiele zu verwenden. Da waren viel zu viel drin gewesen. Leute, na gut, dann würde ich mal sagen, dann probieren wir mal unser Meisterwerk, oder? Eta dakimas. Oh, das sind die Kugeln. Ja, man kriegt nach Schokolade so, oder? Mm. Schmeckt erstaunlich lecker. Mein Kugelparadies. Mein Pilz? Pilz. Ja, Mann, der sieht so richtig geil aus. Den hat man noch nicht so gut gemacht. Ich hätte mehr Cranberry drauf machen sollen. Mhm. Dann wäre es vielleicht besser gekommen. Hier steht irgendwas drauf. Ah. Ich abonniere den Baumi. Ah, das ist ja cool. Japanisch. Krass. Ja, schaut euch das mal an. Was ist dein Fazit von dem Ding? So generell, also ich habe das gekauft für deine Packung für 6 Euro mhm. und lief meine für 7 Euro. Okay. Mit dem Bärchen. Also ganz im Ernst, viel. Es ist netter Spaß, aber für 6 Euro ist es zu wenig drin einfach. Mhm. Und es ist deutlich zu wenig Schokolade dabei. Ich glaube zwar, wie gesagt, es geht eher um den Bastel-Effekt und so, dass du halt deine... Genau, ich sag halt, ich habe auch schon am Anfang gesagt, es geht eher ums machen, Basteln, ums Machen, als halt um den Verzehr, sage ich jetzt mal. Ja gut, ich habe mir jetzt schon aufgegessen, weil sehr viel ist ja nicht übrig geblieben. Und es war viel zu wenig Schokolade, fand ich, für das, was du eigentlich hättest machen sollen. Das fand ich, also wir könnten mal ein bisschen mehr Schoko machen, aber wahrscheinlich sind wir da einfach zu verschwenderisch gewesen, oder es war nicht die richtige Konsistenz. Ja, ansonsten, wie gesagt, habt ihr auch schon mal sowas gemacht? Dann schreibt es mir bitte in die Kommentare und wie fandet ihr überhaupt das Video? Lasst es uns gerne wissen. Und jetzt kommt noch ein kleines Special und zwar, ich verlose am 6. Dezember diesen Goku auf Patreon, also unter den Leuten, die Patreon-Mitglied sind. So schaut das gute Stück ausgepackt aus. Da, ja, wie gesagt, einmal OVP aus Japan mitgebracht extra für meine Unterstützer. Vielen Dank. Ich habe bis jetzt noch gar keinen Unterstützer, deswegen, wenn du 1 Euro spendest im Monat, dann weißt Bescheid, dann bist du schon im Rennen auf jeden Fall. Oder du, ne, wie du willst. Ansonsten, Leute, vielen Dank. Yasin, vielen Dank, dass du da warst. Kein Problem, hab ich einen. Wir sind jetzt dann noch, ist noch in einigen anderen Videos wahrscheinlich zu sehen, ne? Du bist der Master oder der Kuh hier. Genau, also ich bin ein leidenschaftlicher Figurensammler. Ich sammle im recht hochpreisigen Segment. Also sprich, ich habe auch für die nächsten Monate auch was im Petto, was vorbestellt. Der bringt die extra mit dir her, dass wir die unboxen. Genau, und dann werde ich die auch hier unboxen. Willst du schon mal verraten, was es ist? Also sprich, ich habe 2 Figuren, die nächste Zeit kommen. Die eine sollte eigentlich schon längst da sein. Der aktuelle Release war eigentlich 31. Oktober. Das war die neue Mega-Dimension-Figur, in ihrer vierten Form, glaube ich.
Ich selbst habe Mega Dimension leider noch nicht gespielt, habe leider keine PS4. Aber die Figur hat mir einfach optisch sehr gut gefallen und die werden wir demnächst halt hier sehen. Und eine Tamamau Cat Berserker aus Fate Grand Order aus dem Handyspiel, die werden wir demnächst auch noch hier sehen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, dich hier zu unboxen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst. Und Leute, vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren und einen Like da zu lassen. Sayonara! Sayonara! Ciao!